Der Widerstand der Kirche gegen die Nazis wurde schon häufig dokumentiert. Nicht alle Amtsträger jedoch wählten den Weg der Nächstenliebe. Warum wird der katholische Pfarrer Dr. Philipp Häuser ein fanatischer Nazi? Was treibt den Priester Josef Roth in die SA? Wieso wird ein gewöhnlicher Wehrmachtspfarrer wie Ludwig Müller evangelischer Reichsbischof? Warum bezeichnet sich der Abt Alban Schachleiter als einziger Freund Hitlers? Weshalb wird der Priester Albert Hartl SS-Sturmbannführer? Es gab Pfarrer, die begeisterte Nationalsozialisten, skrupellose Karrieristen oder auch nur feige Opportunisten waren. Immer aber waren sie ein verlässliches Teil im Räderwerk des NS-Staates. Nürnberg, im Juli 1933. Bei der Amtseinführung des neuen bayerischen Landesbischofs Hans Meiser flankieren auch SA und SS den Festzug. Wie die meisten evangelischen Geistlichen hegt Meiser nun die Hoffnung, seine Kirche werde im Staate Hitlers zur weltanschaulich bestimmenden Macht werden. Im Beisein lokaler NS-Prominenz predigt er, das deutsche Volk sei von Gott nun in wunderbarer Weise an eine Wende seiner Geschichte gestellt. In der evangelischen Kirche arbeitet seit 1929 unbehelligt eine Gruppierung, die eine fast vollständige Synthese von Nationalsozialismus und Christentum für denkbar und wünschenswert hält. Das oberste Ziel dieser deutschen Christen ist die Schaffung einer gleichgeschalteten evangelischen Reichskirche. In dieser Reichskirche sollen alle 28 Landeskirchen aufgehen und einem Kirchenführer folgen. Die Führung der NSDAP unterstützt diese Bestrebungen. Der neue Reichsbischof soll ein Mann von Hitlers Gnaden werden. Es ist Hitlers Vertrauensmann und Bevollmächtigter in der evangelischen Kirche, Ludwig Müller. Unter dem Wahlaufruf "Baut die neue Kirche Christi im neuen Staat Adolf Hitlers" erhalten die deutschen Christen nicht zuletzt mit tatkräftiger Unterstützung durch den Propagandaapparat der NSDAP bei den Kirchenwahlen im Juli über 70% der Stimmen. Josef Roth, in München geboren, Kriegsfreiwilliger, studiert katholische Theologie und wird zum Priester geweiht. Die Erlebnisse im Ersten Weltkrieg haben ihn geprägt. Er verabscheut die Republik. Hitlers Machtergreifung nennt er einen herrlichen Feiertag für meine Seele. So tritt der Priester Josef Roth der SA bei und macht Karriere. 1935 wird er ins Kirchenministerium berufen und zum Leiter der katholischen Abteilung ernannt. Roth maßregelt Bischöfe, will alle kirchlichen Einrichtungen abschaffen und den Jesuitenorden auflösen. Da ihm Jesus die überragende Kämpfernatur war, heißt es in der Grabrede auf den umtriebigen Priester, fand Roth auch rasch den Weg zur Kämpferpersönlichkeit Adolf Hitler. In der evangelischen Kirche ist es nicht viel anders als in der katholischen. Das Feindbild ist der Kommunismus. Und so sympathisiert man mit Hitler. Landesbischof Theophil Wurm in seinen Erinnerungen. Die Nationalsozialisten hatten bisher die kirchenfeindliche Agitation des marxistischen Freidenkertums entschieden bekämpft, sodass wirklich Grund vorhanden war zu der Hoffnung, es werde nun anders werden. In der Diakonie, dem evangelischen Sozialwerk, ist die Begeisterung für den Staat Adolf Hitlers besonders groß. Ein Festredner auf dem Deutschen Diakonentag 1933. Dies alles ist evangelische Diakonie, Dienst und Kampf. Wir begrüßen euch alle als SA Jesu Christi und die SS der Kirche, ihr wackeren Sturmabteilungen und Schutzstaffeln, im Angriff gegen Not, Elend, Verzweiflung und Verwahrlosung, Sünde und Verderben. Evangelische Diakonie und Nationalsozialismus gehören in Deutschland zusammen.
Die innere Mission der evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein betreibt in den Ricklinger Anstalten im Sommer 1933 ein eigenes kleines Konzentrationslager. Das KZ Kulen gehört zu den Lagern, die in den ersten Monaten nach der Machtergreifung überall im Deutschen Reich entstehen. Ein Angestellter der evangelischen Kirche steht im Lager vor. Die Häftlinge, Kommunisten und Sozialdemokraten, sind Gegner des neuen Staates und vermeintliche Kirchenfeinde. Sie werden misshandelt, aber niemand kommt zu Tode. Und die evangelischen deutschen Christen? Sie erliegen letztlich ihrem propagandistischen Übereifer. Ihre Treffen sind spektakulär inszeniert, ihre Aussagen sorgen innerhalb der evangelischen Kirche aber zunehmend für Unbehagen. Als die deutschen Christen die Befreiung vom Alten Testament fordern, protestieren viele Kirchenleitungen. Unverhohlene Kritik widerfährt Reichsbischof Müller durch das Kirchenvolk, als er die evangelische Jugend im Dezember 1933 in die Hitlerjugend überführt. Unsere Verhandlungen sind geführt im Geist des Vertrauens und im Geist guter Kameradschaft. Ich bin gewiss, dass auch die Überführung der evangelischen Jugend in die Hitlerjugend von demselben Geist getragen werden wird. Gott, der Herr, segne unsere Kirche, er segne unser heißgeliebtes deutsches Vaterland. Nationale Ideologie knebelt den evangelischen Widerstand. Es gibt nur wenige unbedingte Gegner des Regimes. Einer davon ist der Theologe Dietrich Bonhoeffer. In seine christliche Ethik schließt er die Menschenrechte mit ein. Er kann und will nicht schweigen, nicht zur hemmungslosen Kriegstreiberei Hitlers und nicht zur Zerstörung der Grundordnung des Lebens. Aus Gewissensgründen muss man dem Rat in die Speichen fallen, sonst wird man selber schuldig, so Bonhoeffer. Offen prangert er den millionenfachen Mord an den Juden an. Bonhoeffer beteiligt sich aktiv am Widerstand gegen Hitler und wird verhaftet. 4 Wochen vor Kriegsende wird er im KZ Flossenbürg hingerichtet. Inmitten von Nazi-Kitsch und nationaler Euphorie nehmen die staatlichen Repressalien gegen die evangelische Kirche beständig zu. Die Kirchenleitungen wehren sich nur zaghaft dagegen. Sie widerrufen ihre vorsichtige Kritik, sobald sie von der Regierung gemaßregelt werden. 1938 fordert die evangelische Kirche von den Pfarrern per Verordnung sogar einen Treueeid auf Führer, Volk und Reich. Auf den Parteitagen war er oft Hitlers persönlicher Ehrengast. Alban Schachleiter. Der Abt eines Prager Benediktinerklosters muss nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die Tschechoslowakei verlassen. In München trifft er Adolf Hitler und nach der Machtergreifung tritt Schachleiter in die NSDAP ein. Wenige Tage später wird er vom Vatikan des Amtes enthoben. Schachleiter, eine tragische und verbitterte Person ohne Einfluss, von den Tschechen vertrieben, von Rom gebrandmarkt, reiht sich ein in das Heer begeisterter Nazis. Er, der sich als einziger und wahrer Freund des Führers in der katholischen Kirche sieht, stirbt 1937. Så skal det handle om rydningen af Brorsons Kirke i går, der lavede en megafonummåling, og den ser interessant ud. Den kommer her. Et flertal af danskerne støtter nemlig gårsdagens politiaktion imod de udviste irakere i Brorsons Kirken i København. Brorsons Kirken og kalder det i det her brev, du har udsendt, det er som landsformand for FN-forbundet, for oprørende, usmageligt og klamt. Mm. Hvad mener du egentlig med det? Jeg har jo brugt et ordvalg, som den ansvarlige minister, Birthe Rønn Hornbæk, burde kende, for det er hende selv, der i sin tid brugte, da de pågældende asylansøgere blev inviteret ind i Brorsons Kirke. Jeg synes, at det er en helt uholdbar situation, at man behandler familier, der frygter for deres fremtid ved at sende politiet ind i en kirke, hvor de er inviteret indenfor. Det er ikke den måde, Danmark plejer at behandle folk, der er i nød, og det må man sige, de er. Men når nu retssystemets muligheder er udtømt, og man har besluttet sig for, at de her mennesker, de skal ikke være i Danmark længere, hvad skal man så gøre? Problemet er, at det har man på en eller anden måde fået skabt en opfattelse af, at nu er der ikke mere lovgivningsmæssigt nogen muligheder. Det passer simpelthen ikke. Fordi ministeren har til hver en tid ikke bare muligheden for, men ansvaret for, at man ikke udsætter asylansøgere, for en situation, hvor de kommer i fare.
Og FN har jo gentagende gange sagt, at det her bør man ikke udsætte dem for. De kan risikere voldsomme overgreb og terror, hvis de kommer tilbage. Og derfor burde man lytte til FN i stedet for. Det betyder ikke, at man skal give dem permanent opholdstilladelse. Jamen, man skal ikke sende dem hjem, før man er sikker på, at man kan sende dem hjem til ordentlige forhold. Der har ikke engang været danske embedsmænd i en række af de områder, hvor man vil sende folk tilbage til. Der har kun været FN-folk. Og derfor burde man lytte til FN, i stedet for blot at sige, nu skal de ud, fordi vi mener, at det siger lovgivningen. Lovgivningen siger ikke det. Men hvor entydig er FN i sin udmelding omkring forholdene i Irak og spørgsmålet om sikkerhed? Ganske entydig. Dels siger man, at der er 5 provinser, og cirka halvdelen af de irakiske asylansøgere kommer fra de 5 provinser, hvor man under ingen omstændigheder bør sende folk tilbage til. Og det er altså de steder, hvor danske embedsmænd heller ikke tør komme. Og derudover siger man, at i den nuværende situation er forholdene i Irak sådan, at man ikke bør sende folk tilbage, og det vil jo også være en helt urimelig belastning for det system, der i øjeblikket prøver på at få nogenlunde hold på, hvad der sker i Irak. Vi har jo selv været med til at starte den situation, som er meget, meget vanskelig i Irak ved at deltage i krigen fra 2003. Og derfor har vi altså et medansvar. Og der peger du også på i din epistel her, at der faktisk er en mulighed ud af den her situation for Birthe Rønn Hornbech. Lige præcis. Hun har en paragraf i udlændingeloven, hvor hun til hver en tid kan sige, at dette bør vi ikke udsætte irakerne for. Vi kan give dem midlertidig opholdstilladelse, indtil forholdene er sådan, at vi kan sende dem hjem ordnet og frivilligt. Og det behøver hun overhovedet ikke at spørge Folketinget om. Jeg tror, at hun er bange for at vælgerne mener noget andet. Og der mener jeg, at som ansvarlig minister, at det bør hun altså kunne vise det nødvendige mod og sige, det er imod min humanitære opfattelse. Vi kan ikke skille familier ad, vi kan ikke sende folk tilbage til sådan nogle forhold, hvor de risikerer deres liv. Men det kan jo være, at hun rent faktisk synes, at det er helt okay. Det frygter jeg, men det kan jeg næsten ikke tro, og det er i hvert fald helt i strid med dansk tradition. Men Jørgen Estrup, en politiker skal jo følge sin egen overbevisning, ja. Og det må man jo formode, at regeringen og ministeren jo også gør, og det er jo også i fuldt i tråd med hvad befolkningen til synlædende synes, i hvert fald et flertal af befolkningen. Jamen, jeg tror, at befolkningen med Birthe Rønn Hornbech og Pia Kjærsgaard og Lene Espersen i spidsen er blevet taget ved næsen. De er simpelthen blevet bildt ind, at det siger loven, og hvis vi vil have lov og orden her i landet, så skal de ud nu, fordi ellers følger vi ikke reglerne, og det passer simpelthen ikke. Man har prøvet på at smyge sig udenom det ansvar, som specielt Birthe Rønn Hornbech har, fordi det hindrer minister, og derfor også skal bruge paragraf 9 i udlændingeloven til eventuelt at give midlertidig opholdstilladelse, hvis de pågældende irakere kan blive udsat for farlige forhold, når de bliver sendt hjem. Hvordan tror du, det kan være, at det er kommet dertil, at danskere tilsyneladende, altså ifølge megafonundersøgelsen og ifølge din opfattelse af virkeligheden i Irak, er kommet derhen, hvor de jo, man må sige, lukker øjnene på virkeligheden, hvis det er så klokkeklart, hvad FN siger omkring forholdene i Irak? Jamen, jeg tror, at danskere jo er i den situation, at de lytter til dels medierne og dels til politikerne. Og hvis politikerne kører løs med at fortælle, at sådan er lovgivningen, der er ikke flere muligheder, de har været igennem hele retssystemet, men ikke fortæller, at man derop har den mulighed at give dem midlertidig opholdstilladelse og sørge for, at de kan blive sendt hjem på det tidspunkt, hvor forholdene er sikre, jamen så tror almindelige mennesker jo, at det er nødvendigt i forhold til lovorden. Vi vil alle sammen have lovorden. Vi vil have ordnet forhold. Selvfølgelig skal lovgivningen overholdes. Det er ikke nogen af os, der bestrider. Men vi plejer altså ikke at udsætte mennesker i nød for en behandling, hvor de risikerer deres liv og deres fremtid. Og slet ikke at skille forældre fra deres børn, hvad man gør i den her sag. Jørgen Estrup, du skal tak.